Arschlöcher sehr sind böse. Das heißt, egal ob er richtig liegt oder falsch, wir sagen immer nein, damit er Schläge kassiert. Jetzt kriegt er richtig zu. Ich hab gar keinen Bock mehr. Also. Ja, fickt euch. Also ganz kurz, ich bin ja, mein Wort hat 11 Buchstaben. Ja. Ich lebe unter anderem außerhalb Asiens, aber halt auch in Asien. Mein erster Buchstabe ist ein B, mein zweiter ein E. Das erste Wort ist Berg. Genau, das hatten wir jetzt. Und ich bin ein Spinnentier, aber keine Spinne. Ja. Boah. Das bringt mir jetzt nicht viel. Ich bin irgend so eine dumme Bergziege oder so, die durch ein genmanipuliertes Projekt oder so zu so einem Spinnentier wurde. Ja, keine Ahnung. Ja, nee, komm, mach. Ich weiß es nicht. Real. Also mein Stand ist, ich bin irgend so ein kleines... Er weiß nicht, was man jetzt betreiben soll. Also ich wiege 30 bis 50 Gramm, lebe in Afrika unter der Erde, habe eine Haut wie eine Nacktkatze und gehöre zu der Gattung der Mäuse und Erdmännchen. Ja, aber wie heißt überhaupt diese Gattung? Ja, keine Ahnung. Den Tipp können wir dir von mir ausgeben. Soll ich dir den Tipp geben? Das sind Nagetiere. Nagetier. Das sind, oh wow, Nagetier. Das ist dumm. Ne? Nagetier, das hat mich aber nie weitergebracht. Ja, dann hol ich einen Schlag ab. Nagetier, was ist ein Nagetier? Mäuse zum Beispiel. Gib mir mal noch einen Tipp zu dem zweiten Wort, ich komme da gar nicht drauf klar. Ich weiß gar nicht, ja, ich lebe. Hattest du schon den Tipp, du kannst Menschen wehtun? Ja, das ist ja schön. Ah, warte mal. Bin ich größer als 10 cm? Ja, manchmal. Das jetzt heißt. Du bist nicht immer größer. Also 10 cm, wenn ihr so, ja? Ja, also du kannst größer sein, ja. Ich kann größer sein, aber ich bin normalerweise so groß. Ungefähr. Ungefähr so groß. Ja. Ziemlich kleine Bergziege. Spaß, nee, keine Ahnung. Jeder darf jetzt dreimal raten, das Tier, und dann lösen wir auf. Das Tier, ja, Digga, ich weiß nicht mal, welches Tier. Wenn ich ja wenigstens wüsste, nach was ich raten soll, dann wäre das ja schon mal ein Anfang. Aber mir fällt nicht mal ein Tier, was irgendwie an Hängen lebt, mit Berg und... Ja, für jeden falsch beantwortet, den kriegt ihr einen Schlag, ihr könnt auch aufgeben. Wer als erstes aufgibt, ist der Verlierer. Ich hab mich auf. Ich hab zwar seelisch aufgegeben, aber das sag ich ja wohl jetzt nicht. Ja, ein Berg, was gibt's denn da für Spinnentiere, Digga? Also, ganz kurz, wüsstest du, welches, also ohne jetzt das Wort zu kennen, was für Spinnentiere am Hang leben und mit Berg anfangen? Absolut nicht. Kanntest du denn das Tier, oder kennst du es? Du kennst es vom Begriff. Ja. Aber hast du eine Vorstellung, wie es aussieht? Manchmal größer als 10 cm. Nee, jetzt von mir so. Also, weißt du, wie es aussieht? Ja, grundsätzlich? Ja, 8 Beine, ein bisschen größer als 10 cm. Fick dich jetzt. Jetzt sag mal, okay, hast du ein Bild vor Augen? Ja, so ein Körper mit 8 Beinen. Jetzt fick dich, Junge. Hast du eine Vorstellung, wie das aussieht? Nein, gar nicht. Ja, ich auch nicht. Nein, Spaß. Also, jetzt sag mal. Nee. Also, ich weiß, wie deins aussieht. Ja, ich nicht. Ja, aber ich wusste seins aber auch erst nach dem Bild. Wir können es ja so machen. Wir können ja jetzt ein Bild zeigen von dein Tier, mein Tier. Und dann oder wir zeichnen eins. Ja, okay. Ja, jetzt zeichnen wir deins. Oh, fuck, aber das kann ich gar nicht. Oh Gott, das ist richtig schwer. Nein, warte. Das bringt mir ja gar nicht, wenn Jasmin das zeichnet. Ihr zeichnet beide. Ja, aber ich kann ja wohl besser zeichnen als er. Und ihr habt aber nur 5 Minuten. Ja, 5 Minuten macht er den gedrückt. Nein, das nicht mal dem Tier. Ihr zeichnet das in einer Minute. Ja, das ist gut. Das errätst du nie, Digga. Digga, fuck, wie zeichne ich das? Also, du musst es dir halt relativ klein vorstellen, ja? Das soll also die Beine genauso groß. So die Beine sein. Hier ist so der Kopf. Digga, und dann hat es hier so, ich guck, das ist entscheidend. Ja, ich hab irgendwas im Auge gefasst. Das hat hier so diese zwei Schneidezähne, weißt du? Es sollen keine Fühler sein, also diese Nasenhaare. Sondern, und dann hat es so dieses richtig nackt, ja. so ohne BH und so. Und dann hat es so ab und zu vielleicht so ein, zwei Haare. Okay. Und die Augen sind richtig weird und allgemein sieht es relativ disgusting aus. Ja, ich kann es ja mal in die Kamera halten, keine Ahnung. Das ist das, was ich gezeichnet habe. Also, ja, keine Ahnung. Das soll das okay, Tier darstellen. Okay, krieg ich jetzt ganz kurz nochmal sein Tier zu sehen? Ja. Berg. Stark. Viel Spaß beim Zeichnen. Hier zeichnen. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn das? Wie klein ist denn das? Wie? Zeig doch mal. Wo war's? Digga, suchst du gerade an. Wie ehrenlos. Hab ich richtig verstanden. Ist das das, was... Ja, genau. Hä, was soll das jetzt heißen? Okay. Also, warte, zeig doch mal das Bild. Ey, ich dachte, du wärst gut im Zeichnen. Hä, warte, das ist der Körper, oder wie? Das ist der Körper, ja, wow. Bist du bereit? Nein. So, aber stell vor, okay? Ja. Du hast jetzt hier so eine Hausecke, okay? Ja. Also es geht jetzt so hinten in den Raum rein, okay? So nach da. Du musst dir vorstellen. Ich hab dich schon nicht... Digga. So, okay, bist du bereit? So, ja. Das würde dann ungefähr... Das ist dann ungefähr so aussehen. Was, Digga? Was ist das
denn? Safe nicht. Das sieht safe nicht so aus. Das sieht ungefähr so aus. Ja. ungefähr so sieht sein Tier aus. Berg. Ich finde auch, Raphael jetzt durch bessere Zeichnungen getroffen. Sag mal, weil er weiß sein erstes, er weiß das erste Wort theoretisch. Okay. Sag mal mein erstes Wort. Nackt. Ja, absolut, Raffi, wa? Warte, nackt. Dann gibt's noch einmal den letzten Schlag, weil ich es nicht erraten habe. Oh, boah, das hat wehgetan. Okay, warte, nackt. Oh, Alter. Okay, warte, nackt. Warte, ich bin ja keine Nacktmaus. Nee. Aber ich glaube, ja, ein bisschen. Von Buchstaben her ähnlich. Ein bisschen. Ich bin ja keine Nacktmaus. Naja, ein bisschen. Ich glaube, er kennt es jetzt gar nicht. Dann sag du ihm doch deins und du sagst ihm okay, deins. Du bist ein Nacktmull. Ah, oh mein Gott, du bist ein Nacktmull. Okay, ja. Jetzt sag mir bitte, ich schwör, ich box gleich einfach noch einen Finger. Bist du bereit? Nein, fickt euch. Das ist wirklich ein bisschen. Ja. Bereit? Au. Bist du eine Würfelqualle? Hä? Ihr habt mich komplett verarscht. Echt? Ich hab mir sogar noch ein Tier ausgedacht, was in deine Beschreibung passt. Das wäre der Bergkrabber gewesen. Ernsthaft jetzt? Ja. Fickt euch, Alter. Ja, ihr seid solche Wichser, Digga. Alles. Nee, Digga, jetzt sag... Was ist das denn, Alter? Was ist das? Deswegen meinte ich, ich wusste nicht, wo das Gesicht ist. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele Teile daraus gemacht werden, wahrscheinlich 2 oder 3. Das nächste Mal, ich suche so für David aus, Alter. Naja, dann deswegen, wir hoffen euch... Nee, fick dich auch einfach. Wir haben euch unterhalten, das Video hat euch gefallen, lasst ein Like, Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Oh Mann, Digga, Alter. Junge, du Wichser, Digga. Das ist richtig. Ja, hoffe ich auch. So wie die Würfelqualle in meinem Board, Digga. So tief. Zum Endrod.